Der Bürgermeister von Fürstenwalde, Matthias Rudolph, steht unter Druck. Die Fraktion der CDU in der Stadtverordnetenversammlung möchte den Verwaltungschef absetzen. Dazu soll ein Abwahlantrag gestellt werden. Das kann man jetzt, denke ich, nach 4 Jahren sagen. Dass er, wenn man sagen würde, er hätte ein unglückliches Händchen, wäre es einfach zu nett formuliert. Während im internen Bereich, denke ich, ist jedem Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder bekannt, gibt es Probleme in der Stadtverwaltung, die dazu führen, dass man heute wirklich sagen kann, die Kolleginnen und Kollegen stimmen dort mit den Füßen ab. Es ist eine Flucht, die regelrecht eingetreten ist. Matthias Rudolph weist das zurück. Die Personalprobleme in der Verwaltung hätten nichts mit seinem Führungsstil zu tun. Ich habe seinerzeit in meiner Einführung zum Haushaltsplan selbst einen Vortrag darüber gehalten, wie es denn perspektivisch in der Verwaltung aussieht. Denn allein durch Verrentungen verlieren wir, das habe ich damals gesagt, in den nächsten 5 Jahren 30% der Belegschaft. Und dieses jetzt zum Vorwurf zu machen, das ist schlechterdings unhaltbar. Die Fraktion der Linken hat erklärt, die Abwahl zu unterstützen. Im Rathaus wird es immer leerer, sagt Stefan Wende. Es ist ein personeller und vor allen Dingen ein fachlicher Kompetenzaderlass, den diese Stadt zu spüren hat. Und das hat Auswirkungen auf all das, wo wir uns bewerben oder wo wir uns eben nicht bewerben, an all die Projekte, die wir realisieren oder eben auch nicht realisieren. In der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19. Mai will die CDU den Abwahlantrag auf den Weg bringen. Dann müssen sich die Fürstenwalder Abgeordneten positionieren.